Guten Tag, meine lieben Mitmenschen. Herzlich willkommen. Freitag, der 9. Juli. Mal eine kurze Pause mit den Heiligen. Morgen geht's weiter. Etwas, das mich hier auch in den Norden zieht, sind die Besonderheiten des Wetters auf den ostfriesischen Inseln. Bei diesem Wetter ist eines völlig verlässlich, nämlich die Unbeständigkeit. Also geht kein Tag vorbei, wo es nicht mal ein paar Tropfen regnet, aber es dauert nie lange und dann kommt wieder die Sonne und man muss sich halt schicken und muss sich den jeweiligen Verhältnissen anpassen, im Strandkorb oder unterm Regenschirm, auf dem Fahrrad oder unter dem schützenden Dach, so wie es jeweils gerade nötig ist. Diese Flexibilität ist erforderlich und das hat etwas mit der heutigen Lesung zu tun. In jener Zeit brach Israel auf mit allem, was ihm gehörte. Er kam nach Beerscheba und brachte dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer dar. Da sprach Gott in einer nächtlichen Vision zu Israel: Jakob, Jakob, hier bin ich, antwortete er. Gott sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einem großen Volk mache ich dich dort. Ich selbst ziehe mit dir hinunter nach Ägypten und ich führe dich auch selbst wieder herauf. Josef wird dir die Augen zudrücken. Jakob brach von Beerscheba auf. Die Söhne Israels hoben ihren Vater Jakob, ihre Kinder und ihre Frauen auf die Wagen, die der Pharao geschickt hatte, um ihn zu holen. Sie nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie in Kanaan erworben hatten, und gelangten nach Ägypten. Jakob und mit ihm alle seine Nachkommen, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, alle seine Nachkommen brachte er mit nach Ägypten. Jakob schickte Juda voraus zu Josef, um ihn zu sich nach Goschen zu bestellen. So kamen sie in das Gebiet von Goschen. Josef ließ seinen Wagen anschirren und zog seinem Vater Israel nach Goschen entgegen. Als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange. Israel sagte zu Josef: Jetzt will ich gern sterben, nachdem ich dein Angesicht wieder sehen durfte und weiß, dass du noch am Leben bist. Ja, geht so allmählich zu Ende mit der Jakobsgeschichte, das merkt man schon. Also zwei Dinge, auf die ich Sie hinweisen möchte. Jakob, der Fersenhalter und Betrüger, das sind so zwei etymologische Zugänge zu seinem Namen, bevor er der Gottesstreiter wurde. Der hat also rigoros darauf geachtet, dass er in die Hände kriegt und behalten kann, was er selber will. Macher und Behalter war er und einer, der sich und seine Interessen niemals hintangesetzt hat. Und jetzt hören Sie ihn, wie er glücklich und erleichtert und altersweise ganz von sich absehen kann. Jetzt kann ich ruhig sterben, denn ich habe dich noch mal gesehen, mein lieber Josef. Und weiß, dass du noch am Leben bist. Also, da ist was passiert mit diesem Mann im Laufe seiner Jahre. Und Gott war mit ihm. Das zweite, Gott ist auch mit ihm in dieser Frage eines kompletten Umzugs nach Ägypten mit Mann und Maus. Das dürfen wir uns nicht als Kleinigkeit vorstellen, also logistisch nicht, aber auch was den Umgang mit Gottes Verheißung betrifft. Denn weggehen, weggehen müssen, weil die Lebensgrundlagen im Heiligen Land nicht reichen, im gelobten Land. Das ist das eine, aber auf dieses Land, das nicht zu halten ist, richten sich ja die Verheißungen Gottes und seine ausdrücklichen Wünsche an Abraham, Isaak und Jakob. Und da muss Gott selber erscheinen im Traum und Jakob muss einer sein oder einer geworden sein, der Gott auch erkennt und seine Stimme verifizieren kann, der ihm dann sagt: Geh nur, ich gehe mit dir runter, ich bringe dich auch wieder rauf. Und das bringt mich jetzt nochmal aufs Wetter. Sturheit ist nicht dasselbe wie Treue, sondern Treue kann sich gerade auch in der Bereitschaft
zum Wandel verwirklichen. Voraussetzung ist ein lebendiges, aktives, innerliches Gottesverhältnis, dass ich in meinem Inneren die Stimme Gottes auch tatsächlich hören kann. Gott, erhalte ihnen oder schenke ihnen diese Feinhörigkeit und das Glück, das darin liegt, Gott im eigenen Inneren sprechen zu hören, und er segne und behüte sie alle.